Hallo, willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal wieder zeigen, wie man sich eine exotische Pflanze selbst zieht. Diesmal geht es um Dattelpalmen. Dazu habe ich mir hier Datteln gekauft. Wichtig dabei ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr Datteln kauft, die nicht in Stein sind. Das heißt, der Kern muss noch enthalten sein. Im ersten Schritt werde ich nun erst einmal zwei Datteln verspeisen. So, die Datteln haben sehr lecker und süß geschmeckt und übrig geblieben sind hier nun zwei Kerne. Und aus diesen beiden Kernen möchte ich jetzt hier eine Dattel ziehen. Dazu nehme ich im ersten Schritt ein Glas Wasser mit lauwarmem Wasser und versenke die Dattelpalmen darin. Dieses Glas Wasser stelle ich nun auf die Heizung bei einer gemäßigten Temperatur, damit die Wassertemperatur lauwarm bleibt. Und ich lasse die Datteln jetzt einen Tag darin einweichen. So, die Kerne sind nun gut durchgeweicht. Und jetzt werde ich sie hier in den Topf pflanzen. Dazu drücke ich sie einfach ca. 1 bis 2 cm tief in die Erde. Die keimen nämlich im Dunkeln und brauchen erst Licht, wenn sie dann aus dem Boden kommen. Dazu pflanze ich die beiden hier ein. So, bedeckt das Ganze mit Erde, wird das Ganze noch gut angefeuchtet. Und damit das Ganze auch feucht bleibt und auch warm ist, stülpe ich jetzt nur noch eine Folie über den Topf hinüber. Ganz wichtig ist, dass ich auch ein paar Luftlöcher in der Folie habe, damit diese Atmung aktiv ist und das Ganze nicht zu schimmeln anfängt. Und wichtig ist auch, dass ihr wirklich das ganze Fruchtfleisch von den Kernen entfernt habt, weil an diesen Punkten kann das auch immer gut schimmeln. So, nun steht das Gefäß hier an einer Südseite auf der Fensterbank. Hier steht es sonnig und warm. Und jetzt warte ich, bis die Kerne auskeimen. Das kann ca. 1 bis 6 Monate dauern, das ist immer verschieden. Aber dadurch, dass ich das vorher in Wasser eingelegt hatte, wird sich das Ganze hoffentlich beschleunigen. Nach 6 Wochen kommt hier das erste Update. Man kann hier schon erkennen, dass die Palme leicht austreibt. Ich mache die Folie mal ab, dann sieht man das besser. Hier kann man das ganz gut erkennen. Scheinbar treibt hier in der Mitte auch noch was aus. Ja, ich werde die Folie nun wieder drauf machen und dann kann das Ganze weiter austreiben. Ja, 6 Wochen sind jetzt nochmals vergangen, nachdem die Dattel ausgetrieben ist. Und man kann ja gut erkennen, dass sich hier ein Palmenblatt gebildet hat. Ein Jahr wird jetzt ungefähr vergehen, bis sich da ein richtig kleines, ja, Palmbäumchen draus bildet. Aber ihr seht, das Ganze ist geglückt. Ihr könnt euch also relativ einfach aus einer Dattel eine Palme ziehen. Ich habe euch nun unten im Beschreibungskasten nochmal wichtige Informationen zur Pflege und zur Pflanze allgemein verlinkt. Ja, schaut euch das mal an. Ansonsten werde ich hierüber nochmal ein Update posten und zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Also, wer es noch nicht tut, abonniert meinen Kanal, dann seid ihr auch da auf dem Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich sage bis dann, euer Mac Peverick.